Herzlich willkommen zum SHK TV Magazin. Die Jahrestagung der Handwerkerkooperation Bad und Heizung fand in diesem Jahr im Westerwald statt. Zahlreiche SHK-Betriebe folgten der Einladung und erlebten ein attraktives Programm mit interessanten Vorträgen und nutzten das Treffen auch zum Erfahrungsaustausch. Wir waren für Sie dabei und stellen kurz diese Kooperation vor. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Erich Erling. Ich bin der Vorstand der Bad und Heizung AG aus Geislingen. Und ich möchte Ihnen ganz kurz unsere Kooperation vorstellen. Unsere Kooperation gibt es schon seit über 30 Jahren. Und wir haben es geschafft, in dieser Zeit viele erfolgreiche Unternehmen mitzuentwickeln oder zum Erfolg zu bringen. Ja, was heißt das? Wir haben zurzeit 64 Betriebe in Gesamtdeutschland. Und nur damit man mal so eine Vorstellung bekommt, die Durchschnittsmitarbeiterzahl der Betriebe liegt ungefähr bei 16 Mitarbeitern. Und dahinter steht ein Gesamtumsatzvolumen von ca. 200 Millionen Euro, was in unseren Betrieben erwirtschaftet wird. Ja, die Zielsetzung unserer Kooperation ist es, durch den Erfahrungsaustausch mit anderen erfolgreichen Kollegen den einzelnen Betrieben zu helfen, auch erfolgreich zu werden, und zwar in der Region. Weil darüber sind wir uns ja klar, es ist ein regionales Geschäft. Es geht darum, sich in einem Umkreis von 25, 30 Kilometer zu profitieren. Und wenn jeder jetzt mal selbst überlegt, wie viele Wettbewerber er in dieser Region hat, dann gilt es einfach, dort aufzufallen und die Kompetenz eben als Badmodernisierer oder, wenn es um Energiesparheizungen geht, zu zeigen, wer der Platzhirsch in der Region ist. Dafür haben wir eine ganze Menge von Dingen entwickelt, aber nicht nur bei uns, sondern gemeinsam mit den Kollegen über Erfahrungsaustausch gibt es eben Rezepte und Dinge, die funktionieren. Und das bringt eine sehr, sehr große Entscheidungssicherheit für unsere Betriebe, weil man eben weiß, die Dinge sind gut und funktionieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für unsere Mitgliedsbetriebe. Darüber hinaus bieten wir auch den Betrieben Unterstützung an, wenn es darum geht, mehr Kundenkontakte zu schaffen. Ich denke dann nur an unsere Internetplattform mit über 50.000 Besuchern pro Monat, die auf unsere Seiten kommen. Die Mitgliedsbetriebe haben ein eigenes Kundenjournal, was dann in der Region ganz zielgerecht verteilt wird. Darüber hinaus steht natürlich auch der Verdienst im Blickpunkt und nachweislich verdienen unsere Betriebe deutlich mehr als der Branchendurchschnitt, weil ich bring's mal auf den Punkt, weil die Betriebe einfach besser sind als die Wettbewerber. Wir treffen uns einmal im Jahr an einem schönen Standort und dort haben wir dann die Möglichkeit, unseren Mitgliedern, und das ist jetzt auch wieder ein wichtiger Punkt, nicht nur alleine, sondern auch mit den Partnern, die mal für 2 Tage aus der Arbeitswelt rauszuholen, ein schönes Umfeld zu bieten und auch dort Themen anzusprechen, die wirklich aktuell sind. Das heißt, im Moment ist es die Personalfindung, die Personalweiterentwicklung, weil Aufträge, denke ich mal, haben die meisten genug. Und das ist ein ganz zentrales Thema. Darüber werden wir sprechen. Guten Tag, mein Name ist Stefan Ballmann von der Firma Bad und Heizung Ballmann aus Basel. Wir sind ein Heizungsbaubetrieb aus dem schönen Oldenburger Land in Niedersachsen. Wir haben zurzeit 17 Mitarbeiter mit Büro und Baustelle. Und wir sind vor ca. 15 Jahren Bad und Heizung beigetreten, weil wir uns damals gedacht haben, es muss auch noch Möglichkeiten geben, uns zu verbessern. Wir haben nach einer Kooperation gesucht, die uns die Möglichkeit gibt, uns mit anderen Firmen auszutauschen, die uns die Möglichkeit gibt, mit anderen Firmen Erfahrungen auszutauschen, dass wir im Grunde genommen nicht immer das Rad neu erfinden müssen, sondern dass wir sagen, wo sind Firmen, die gut sind, wo sind Firmen, die besser sind als der Durchschnitt und wo können wir uns in dieser ganzen Kooperation finden und wo können wir uns insgesamt verbessern, wo können wir uns einbringen. Und da haben wir mit Bad und Heizung vor 15 Jahren genau die richtige Kooperation gefunden, die uns diese Sachen ermöglicht. Wir nehmen sehr rege an den Erfahrungsaustauschen teil und ich muss sagen, wir wären jetzt nicht da, wo wir jetzt sind, wenn wir vor 15 Jahren Bad und Heizung nicht beigetreten sind. Die größten Herausforderungen für die Betriebe sind meines Erachtens in den nächsten Jahren das Thema qualifizierte Mitarbeiter. Dann ist eine große Herausforderung das Thema Internet, das Thema Qualität
und auch das Thema dem Kunden und auch den Mitarbeitern in dem Riesenmarkt, der uns zur Verfügung steht, in Bezug auf Bäder, in Bezug auf Sanierung von Altbauten, in Bezug auf Neubauten, im Grunde genommen die Komplexität der ganzen Materie, die wir haben, auf ein mögliches Minimum runterzubrechen und dem Kunden einfache, qualitativ hochwertige Lösungen zu bieten und nicht einfach nur zu sagen, wie ein großer Einkaufsladen, ich habe hier 1000 Möglichkeiten, such dir da was raus, ich baue dir das ein, sondern zu sagen, wir bieten dir entweder auch als Firma, als ausführende Firma die Möglichkeit oder auch als Verband die Möglichkeit zu sagen, wir brechen die großen Sachen auf ein Minimum runter und bieten dem Kunden ein Höchstmaß an Qualität, an Sicherheit, auch an Vereinfachung und auch wir bieten dem Kunden ein Stück weit Lebensqualität und Gesundheit in den nächsten Jahren. Soweit unsere Magazinsendung für heute. Bleiben Sie auch weiterhin mit SHK TV informiert. Wir freuen uns auf Sie. Bis dahin alles Gute.